Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Jesus steht über jeder Angst und er kann dich befreien. Komm zu ihm und renne nicht zu anderen Quellen und suche Hilfe. Vertrau auf Gottes Eingreifen, wenn auch der Sturm um dich herum tobt. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Es gibt eigentlich nichts, womit wir Gottes Größe beschreiben können. Das Einzige, was mir einfiel und diese umfassende Größe ein bisschen beschreibt, ist das Universum. Und staunend ergreift uns, wenn wir das anschauen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Man sieht nur einen winzigen Teil von dem, was das Universum ausmacht. Schaut mal, wie wunderbar ist dieses Universum, diese Größe und diese, ja, man kann eigentlich nur staunen. Und das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, ein winziger Teil von dem, was das Universum ausmacht. Größe Gottes, unermesslich groß. Wir können es gar nicht beschreiben. Es gibt immer nur Anhaltspunkte, bei denen wir ein Stückwerk erkennen. Wir haben einen unermesslich großen Gott, der uns liebt, der uns hilft und der immer mit uns ist. Man kann Gottes Größe gar nicht beschreiben. In der Bibel finden wir Anhaltspunkte, bei denen man erahnen kann, welche Dimensionen Gott hat. Zum Beispiel in Philipper Kapitel 2, da lesen wir, dass Jesus den Menschen gleich geworden ist und sich erniedrigt hat, um für uns am Kreuz zu sterben. Und dann heißt es darum, wegen dem, weil er alles auf sich genommen hat. Philipper 2, Vers 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Aussage gibt uns zumindest eine Ahnung der Größe Gottes. Alles auf dieser Welt hat einen Namen. Große Könige, Menschen, die Götter sein wollten, Sterne am Nachthimmel oder die größte machbare Kraft dieser Erde. Alles hat einen Namen. Und alles ist ihm unterworfen. Sein Name steht über alle Namen, Jesus Christus. Es existiert nichts Größeres und es gibt nichts über ihm. Es gibt keine größere Macht. Und um das festzumachen, jedes Knie wird sich beugen, jedes. Auch deines, ob du willst oder nicht. Und jede Zunge bekenne. Alles, was existiert, muss zugeben, dass Jesus Christus der Herr ist. Und hier sind drei Ebenen angesprochen. Und es gibt nichts Umfassenderes als diese drei Ebenen. Die himmlische, die irdische und die unterirdische. Alles ist unter ihm und wird sich beugen, egal wo es sich aufhält. Im himmlischen, im irdischen oder im unterirdischen. Und deshalb sollen wir bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und darüber freut sich der Vater im Himmel.
Und solch einem großen Gott dürfen wir angehören und er nennt uns seine Kinder. Wie wunderbar! Wir haben einen Vater im Himmel und wir sind seine Kinder, diesem mächtigen und großen Gott. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er seine Macht demonstriert. Und an einigen Stellen der Bibel lesen wir, dass die Menschen außer sich waren über das, was er getan hat. Das war total neu, dass irgendjemand so etwas tun kann. Und wenn Jesus gesprochen hat, war das von Bedeutung und hat etwas bewegt. Und er war anders als alle anderen Menschen. Er hat ihnen geholfen, er war da, er war für sie bereit und zugänglich. Er war anders. Und wenn Jesus gesprochen hat, war es von Bedeutung und es hat etwas bewegt. Und wir können das auch an der Geschichte von Lazarus sehen. Lazarus war gestorben und Jesus kam erst 4 Tage später dort an. Und er stinkt schon. Er stinkt schon, sagte Martha zu ihm. Doch Jesus lässt sich nicht beirren und geht zu der Gruft, in der Lazarus liegt. Johannes 11, 43 und 44. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Unermesslich groß ist diese Macht, um auch dem Tod Paroli zu bieten. Und wenn Jesus Lazarus nicht bei seinem Namen gerufen hätte, wären alle Toten aus ihren Grabkammern gekommen. Dieser Macht kann nichts widerstehen. Vielleicht bist auch du gebunden von verschiedenen Dingen, so wie der Lazarus mit seinen Grabtüchern. Fühlst dich müde und wie tot. Wenn Jesus kommt und dich ruft, bist du frei. Nichts kann sich mehr halten. Und eine wunderbare Geschichte lesen wir auch in Lukas Kapitel 7. Und erstaunlich ist immer auch, was für ein Mitgefühl Jesus für die Menschen hatte. Und das kommt zum Ausdruck, dass er jedem geholfen hat. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und eine große Volksmenge war bei ihm, wie das so oft war. Und er kam in die Stadt Nain. Und da geschah Folgendes. Lukas 7, Vers 12 bis 15. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Eine erstaunliche Geschichte. Jesus kommt direkt hinein in diese große Not. Jesus hat die Situation gesehen und Jesus hat diese Frau gesehen. Jesus hätte auch einfach vorbeigehen können. Er wollte in diese Stadt gehen und eigentlich hatte er mit diesem ganzen Geschehen nichts zu tun. Und Jesus sieht auch dich. Er sagt auch zu dir, weine nicht in deiner Situation. Und egal,
wie groß dein Kummer oder deine Sorge ist. Setze dein Vertrauen auf Jesus. Nichts hat mehr irgendeine Macht über dich, wenn Jesus eingreift. Alles, was tot war, wird wieder lebendig, auch bei dir. Alles, was kaputt ist, wird wiederhergestellt. Krankheit steht still, Mächte verschwinden, Nöten wird begegnet. Weine nicht, Jesus ist da. Sage nicht, das war damals. Du kannst es auch heute erleben. Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das, was er damals getan hat, kann er auch heute tun. Egal, wie groß deine Not ist. Egal, was du brauchst, für Jesus ist alles möglich. Unermesslich groß ist seine Barmherzigkeit, auch über dir, auch über deinem Problem, auch in deiner Not und auch in deinem Alltag. Menschen berichten das immer wieder, wie Gott ihnen geholfen hat und was sie mit Jesus erlebt haben. Und so schreibt uns zum Beispiel auch eine Frau aus dem Norden. Anfang des Jahres bat ich sie um Gebetsunterstützung für einen Bekannten. Er lag auf der Intensivstation und es sah nicht gut für ihn aus. Schon am nächsten Tag konnte er verlegt und ein paar Tage später nach Hause entlassen werden. Vielen Dank für Ihre Gebete. Ist das nicht wunderbar, wenn Gott eingreift? Wir haben einen unermesslich großen Gott. Und weiter schreibt uns ein Mann aus Bayern: Danke für eure Gebete. Jesus hat ein Wunder getan. Mein Sohn und die Schwiegertochter haben nach 10 Jahren ein Kind bekommen. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Jesus sei Dank. Ja, und für Gott ist nichts unmöglich. Gib nicht auf, bring deine Not zu ihm und er hilft auch dir. Vertrau ihm alles an. Jesus war gerne am See Genezareth. Als er wieder einmal dort war, ereignete sich folgende Begebenheit. Es war wieder eine große Volksmenge da und als es Abend wurde, wollte Jesus ans andere Ufer übersetzen. Er stieg in ein Schiff und das Ganze ging nicht so reibungslos. Markus 4, Vers 37 bis 39. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. Und er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Auch in unserem Leben erhebt sich manchmal ein heftiger Sturmwind, oftmals ganz plötzlich, wenn wir gar nicht damit rechnen. Und wir werden mit einer Situation konfrontiert, wo wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und so auch bei denjenigen, die dort im Schiff waren. Das Schiff füllte sich schon mit Wasser und es war eine kritische Situation. Und ich kann mir vorstellen, wie sie zueinander sagten: Wo ist er denn? Er muss uns helfen. Wir kommen um hier. Es geht uns doch auch oft so wie damals den Jüngern. Wir sehen die Schwierigkeiten und wir denken, Jesus ist nicht da. Und wo ist unser Glaube? Wir brechen in Panik aus, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und Jesus wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen.
nicht mit Vorwürfen wie die Jünger. Kümmert es dich nicht, wie es uns geht, sagten sie. Sie kamen mit Vorwürfen, sondern lasst uns kommen im Glauben an seine unermessliche Macht. Er ist da. Er ist auch in deinem Leben. Er kann jeden Sturm stillen, egal wie dein Sturm aussieht. Auch wenn dein Boot schon vollgelaufen ist und es zu kentern droht, er kommt nie zu spät. Wir denken manchmal, jetzt geht gar nichts mehr oder jetzt ist es aus. Er kommt nie zu spät. Gib nicht auf und setz dein Vertrauen auf Jesus. Er ist da. Er ist Herr über deine Finanzprobleme, über deine Krankheit, Kinderlosigkeit, Gerichtstermin, Nachbarschaftsstreit, Arbeitslosigkeit, Corona oder was auch immer in deinem Leben ein Sorgenberg ist. Sein Name ist mächtiger als alle anderen Namen, egal wie sie genannt werden. Auch wenn sie dir Angst einflößen, er steht über allem. Wenn sie dir Angst einflößen, dass du keine Zukunftsperspektive mehr hast oder dass du deine Arbeitsstelle verlierst oder dass du in Corona-Zeiten vielleicht untergehst mit deinem Betrieb oder was auch immer. Sein Name ist mächtiger als alle anderen Namen, egal wie sie genannt werden. Mache es nicht wie die Jünger, wie wir es in Vers 41 lesen. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Unermesslich groß ist seine Macht. Nichts kann ihm widerstehen und Unmögliches macht er möglich. Er greift ein, wo wir gar nicht für möglich halten. Er öffnet Türen, wo wir gar keine sehen. Und er lässt dich nicht im Stich. Das hat auch der Hauptmann von Kapernaum erkannt. Es war ein Römer und er kannte Jesus. Jesus wollte zu ihm kommen in sein Haus, weil er ihn um Hilfe bat. Doch der Hauptmann sagte: Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Jesus wunderte sich über ihn, da er dies nicht gewohnt war von den jüdischen Menschen. Sie wollten immer Zeichen und Wunder sehen. Und dieser Hauptmann sagte einfach: Sprich nur ein Wort. Matthäus 8, Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Sein Glaube war es. Und unser Glaube ist ein Schlüssel zu unseren Gebetserhörungen. Und zum Glauben gehört auch Vertrauen. Setz dein ganzes Vertrauen auf Jesus. Und wenn ich Jesus vertraue, dann glaube ich auch, dass etwas geschehen wird. Jesus sagt oft zu den Menschen sinngemäß: Weil du geglaubt hast, ist es geschehen. Jesus hat seine Jünger ermahnt zu glauben. Und renne nicht zu anderen Quellen und suche Hilfe. Vertrau auf Gottes Eingreifen, wenn auch der Sturm um dich herum tobt. Es gibt so viele Hilfsangebote des Teufels, sie führen aber in die falsche Richtung. Das Resultat sind dann Gebundenheiten und offene Türen für das Wirken der Finsternis. Und hier ein aktuelles Erlebnis einer Frau, die uns Folgendes schreibt.
Seit 10 Jahren beschäftigte ich mich mit Astrologie und Kartenlegen. Vor kurzem bemerkte ich, dass mehr Probleme anstatt Verbesserungen entstanden. Es ging mir oft schlecht und ich war wie in einer dunklen Blase gefangen. Ich habe mich seit einer Woche und endgültig gestern von diesen Dingen gelöst, alles weggeworfen und Jesus um Vergebung gebeten. Es ist unbeschreiblich befreiend und die dunkle Blase ist weg. Danke, Jesus, danke, danke. Und man kann es nachvollziehen, diese Dankbarkeit dieser Frau, die aus diesen dunklen Machenschaften herausgekommen ist. Dunkle Mächte halten uns gefangen, so wie es diese Frau auch erlebt hat, wenn wir uns an der falschen Quelle, wenn wir zur falschen Quelle gehen. Der Teufel hat viele Hilfsangebote und will uns von unserem Glauben und von unserem Vertrauen zu Jesus abhalten und abbringen. Es ist die falsche Quelle, von der wir unsere Hilfe holen wollen, wenn wir uns darauf einlassen. Dagegen unser Vertrauen auf Jesus wird niemals enttäuscht. Und wir können aus jeder dunklen Macht Befreiung erfahren, wenn wir zu Jesus kommen. Wenn wir um Vergebung bitten, kommen wir in die Freiheit hinein. Er vergibt uns, wenn wir auf Abwege gekommen sind. So wie es diese Frau gemacht hat, löse dich von solchen Dingen und bitte Jesus um Vergebung. Die Dunkelheit verschwindet und das Licht kommt. Der Teufel will uns immer in Angst versetzen. Lass es nicht zu und wende dich im Glauben an Jesus. Menschen erleben das und berichten uns davon, wie auch folgende Frau, sie schreibt uns: Ich habe eine ganz gute Nachricht für euch. 14 Jahre litt ich unter Angstattacken, die alle 3 bis 4 Tage auftraten. Jetzt bin ich frei. Vielen Dank für eure Gebete. Ich habe jetzt eine ganz andere Lebensqualität. Meinen veränderten Gesichtsausdruck bemerkten auch andere. Ich bin dem Herrn so dankbar. Das kann man wirklich nachvollziehen. Der Teufel will uns immer Angst einjagen und in Ängste bringen. Und Jesus steht über jeder Angst und er kann dich befreien. Komm zu ihm. Gib nicht auf, auch wenn du momentan noch nichts siehst. Glaube, dass du in seinem Namen etwas bewegen kannst im Gebet, im Namen Jesus. Wir können in seinem Namen bitten und sprechen. Johannes 14, 13 und 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Dieser Name hat Kraft. Dieser Name hat Macht und dieser Name steht über allem. Jesus Christus, wir dürfen in diesem unermesslich großen Namen bitten. Welches Vorrecht, und er hört unsere Bitten. Komm im Glauben und breite deine Bitten vor ihm aus. Matthäus 18, 19 und 20. Wiederum sage ich euch, wenn 2 von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das sagt nicht irgendjemand, das sagt Jesus. Der unermesslich große Gott bietet dir an, in seinem Namen zu bitten und er wird hören.
Und viel zu wenig nehmen wir das in Anspruch, in seinem Namen zu beten, zu bitten und dann auch zu glauben, dass es geschieht. Wir sind mehr als zwei oder drei zusammen und wir wollen bitten, dass Gottes Wort geschieht in deinem Leben. Wir kommen im Glauben an einen großen Gott. Möge Gott diesen Kindergarten segnen mit all den vielen lieben Kindern. Das ist eins der Kinder von dem neuen Kindergarten in Jerusalem. Und es ist ein Segen, hier einen Kindergarten zu haben, der richtig funktioniert. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, wenn die Kinder von ihren Eltern hergebracht werden, können sie sich wie zu Hause fühlen. Sie sagt, dass sie das neue Spielzeug mag und wie alles aussieht. Und es fühlt sich fast so an wie in einem Hotel. Mögen wir sie und ihre Freunde im nächsten Jahr wiedersehen, wenn sie noch einen Kindergarten in Jerusalem bauen. Vielen Dank. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.